Hallo und herzlich willkommen wieder hier zurück auf meinem Garten-YouTube-Kanal Verschrebt. Mein Name ist Nick und zusammen mit dir möchte ich heute alle Aufgaben durchgehen, die wir noch zu erledigen haben, bevor dann unsere Voranzucht hier Mitte Mai direkt in die Beete gepflanzt werden kann. Ja, dazu werden wir unsere Voranzucht auch noch etwas vervollständigen. Wir werden unsere Voranzucht abhärten, damit sie bereit ist, hier in die Beete zu kommen. Und wir werden noch das ein oder andere heute direkt in die Beete sehen bzw. pflanzen. Ja, wie ihr sehen könnt, das ein oder andere habe ich auch schon eingepflanzt. Das ein oder andere Unkraut sprießt, also ein bisschen was werden wir zu tun haben. Ich gehe jetzt erstmal hinter zu unserer neuen Gartenbank. Mit der habe ich auch ein Projekt vor, die möchte ich aber euch erstmal zeigen. Und dann beginnen wir direkt mit der Aussaat Ende April. Ja, wenn du dich schon ein bisschen auskennst, dann und dir auffällt, dass ich vielleicht das ein oder andere heute vergesse, dann schreibt das doch in die Kommentare, dann können wir davon alle lernen und das nächste Mal besser machen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Video. Angekommen an unserem neuen Gartentisch, den ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden habe. Der ist wirklich super massiv, super schön wird er sein. Ihr habt gesehen, hier sind noch die ein oder anderen Risse drin. Die möchte ich noch ausbessern, ihn komplett einmal abschleifen. Und ja, die Risse werde ich dann mit Epoxidharz oder Epoxy eben auffüllen und dann ordentlich abschleifen, und ich denke, der wird dann wirklich richtig gut werden. Falls sich jemand von euch ein bisschen mit Epoxy auskennt und damit schon mal gearbeitet hat und vielleicht auch ein Epoxidharz kennt, das ja bis 5 oder fast 10 cm ohne Blasen vernünftig aushärtet, dann schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Ich habe mit Epoxy noch nie gearbeitet, soll aber jetzt nicht so schwer sein, habe mir auch einige Videos schon dazu angeschaut, auch hier auf YouTube, um mir mal ein bisschen einen Eindruck davon zu machen, wie schwer das wird. Aber ich denke, das kriegen wir hin und dann haben wir hier einen ordentlichen Tisch im Garten stehen. Viel wichtiger ist aber auch, interessiert euch das, dazu zu schauen? Also habt ihr Lust, dass ich darüber auch ein Video mache? Es ist einfach so, wenn ich Videos mache, die dann hier auf dem Kanal nicht über Garten gehen, werden die relativ schlecht geklickt. Und dafür ist dann wirklich eure Meinung wichtig, ob ihr dann vielleicht auch mal zwischendurch euch was ein bisschen anderes anschauen wollt, wie nur Gärtnern. Aber genug von dem Tisch. Ich würde sagen, wir starten rein mit unserer Voranzucht. Da ist das Thema heute tatsächlich schon wieder Winter, denn wir sehen heute schon wieder das erste Gemüse aus, was dann eigentlich für den Winter gedacht ist, und zwar ist das unser Rosenkohl und der Wirsing. Wenn man an Wintergemüse denkt, dann ja, denken wahrscheinlich viele, man hat da noch etwas Zeit für, aber dem ist gar nicht so. Der Rosenkohl, der Wirsing und auch andere Winterkohl, sie brauchen wirklich lange Zeit, um sich entwickeln zu können, damit wir sie dann im Winter abernten können. Das heißt, die kommen jetzt auch schon in die Voranzucht, dürfen ja noch 3-4 Wochen ordentlich bei mir zu Hause wachsen im Gewächshaus und kommen dann auch tatsächlich hier schon Ende Mai irgendwann in die Beete, damit die dann stark genug sind, auch für den Winter. Wie schon gesagt, ich starte heute mit Wirsing und Rosenkohl. Ja, dazu habe ich hier einfach tatsächlich schon etwas vorgedüngte Gartenerde genommen. Rosenkohl sowie auch Wirsing braucht ja viele Nährstoffe und da brauchen wir oder müssen wir jetzt gar keine Voranzuchterde mehr benutzen oder Kräutererde. Die ist ja eigentlich dazu da, wenn ja die Sonne im Frühjahr noch gar nicht so stark da ist, dass dann auch der Nährstoffgehalt mit dem, was die Pflanze braucht, übereinstimmt. Jetzt aber, da wir natürlich schon viel Sonne haben, viel Wärme haben, brauchen unsere ja, Nährstoff oder die Pflanzen, die viele Nährstoffe brauchen, auch ihre Nährstoffe, und deswegen nehmen wir hier schon vorgedüngte Erde. Ja, sowohl beim Rosenkohl als auch beim Wirsing oder anderen Kohlensorten streue ich eigentlich die Samen nur oben auf die Erde drauf in meine 7x7 Töpfe. Wie viel werden das jetzt sein? Ich habe 30 Stück und dann drücke ich die hier einfach ein bisschen mit der Erde fest, so dass die Erde dann auch ein bisschen komprimiert in den Töpfen ist. Ich habe jetzt hier noch ungefähr 1 cm Platz oben an Erde und werde den Rest dann nochmal mit Erde auffüllen. Und dann können wir eben später die stärksten Pflanzen da rauspickieren und uns in einzelne Töpfe setzen. Ich mache das so nicht bei allen Gemüsesorten und mache das eher bei so Sorten, die mit mehr Samen in einem Tütchen kommen. Hier zum Beispiel, das Saattütchen soll hier
für 120 Pflanzen ausreichen. Die brauche ich natürlich nicht alle und so kann ich mir dann eben die stärksten raus vereinzeln. Ja, ganz anders wie bei meinen Carolina Reapern, da kostet dann ein Samen allein schon so 1 bis 2 Euro. Das macht dann natürlich einen Unterschied und die bekommen natürlich dann schon immer einzelne Töpfchen bei mir. Aber hier gerade so für Rosenkohl, Würsing eignet sich das super gut. Einfach die Samen oben drauf streuen, ein bisschen festdrücken, mit Erde drüber schauen. Ja, welche kommen als stärkstes raus, die pickiere ich mir raus und setze die dann letztendlich in den Garten. Jetzt können wir aber natürlich schon einiges mehr vorziehen. Ich habe zu Hause das schon ein bisschen früher gestartet, weil ich eben die Möglichkeit habe, durch mein kleines Gewächshaus das auf meinem Balkon weiter vorzuziehen. Also die bekommen einfach genügend Licht, ich habe genügend Platz, die haben genügend Wärme. Das heißt, ich konnte schon ein bisschen früher starten, aber jetzt auch dann der richtige Zeitpunkt, eure Kürbisgewächse auszusehen. Also alle Kürbisse, alle Melonen, alle Gurken, dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es sind noch ungefähr 2,5 bis 3 Wochen. Die Pflanzen werden nicht so groß, dass sie euch extrem viel Platz wegnehmen. Ich kann ja mal zwischenzeitlich meine Zucchinis einblenden. Die habe ich schon vor einem Monat angezogen und die sind natürlich super schnell gewachsen und die werde ich wahrscheinlich tatsächlich noch umtopfen müssen, bevor die hier in den Garten kommen, was eigentlich nicht der Plan war, weil eigentlich ziehe ich das meiste in solchen 7 cm Töpfchen vor, zumindest das, was alles vereinzelt wird, und dann kann das hier auch alles in den Garten oder eben in kleineren Töpfen, so wie mein Salat. Den kann man natürlich oder sollte man jetzt immer weiter vorziehen. Das mache ich in Presstöpfchen. Dafür habe ich eine kleine Erdtopfpresse. Ich habe auch letztes Jahr schon mal ein Video dazu gemacht. Da könnt ihr eure eigenen kleinen Presstöpfchen, so wie man sie im Baumarkt bekommt, selber herstellen. Und da spart man sich natürlich Erde, Plastik, was immer super ist. Und am meisten natürlich auch den Platz zu Hause, weil diese Presstöpfchen einfach super klein sind und ihr könnt die alle auf einen relativ kleinen Ort bringen. Wie schon erwähnt, mein Zucchini, der ist schon relativ groß, ist jetzt aber auch der richtige Zeitpunkt, ihn auszusehen. In 2 Wochen wird er zwar nicht ganz so groß sein wie meiner zu Hause, aber die wachsen wirklich schnell. Das heißt, keine Angst, Zucchini ist immer noch rechtzeitig. Ja, und dann natürlich nicht zu vergessen, unsere versäte Aussaat, dass wir auch versetzt auspflanzen können und versetzt ernten können. Das ist natürlich ganz wichtig bei den Salaten, dass wir die immer nachsetzen, aber auch den Kohlrabi und auch den Zucchini. Das heißt, wenn die Pflanzen, die wir jetzt dann Mitte Mai raussetzen, können wir so langsam auch wieder anfangen, uns zu Hause einen neuen Zucchini vorzuziehen. Denn der Zucchini wird nicht den kompletten Sommer durchhalten, so denke ich zumindest. Und dann können wir nochmal einen neuen Zucchini nachsetzen und dann haben wir auch den ganzen Sommer über frischen Zucchini hier aus dem Garten. Natürlich gibt es aber Ende April auch einiges, das wir jetzt schon in die Beete bringen können. Und da haben wir zum Beispiel unseren Blumenkohl, den wir vorgezogen haben, unseren Brokkoli, unseren Knollensellerie. Für den ist jetzt zwar noch so ein bisschen tricky, aber ich denke, der wird kein Problem haben und im Zweifel habe ich auch noch ein bisschen an Kohlsorten zu Hause stehen, falls die eben oder falls denen nicht so gut ergangen wären, aber die schauen eigentlich relativ gut aus. Die habe ich schon letzte Woche, by the way, gepflanzt. Also die Bilder, die ihr jetzt seht, sind von letzter Woche. Ich zeige euch, wie der Kohl gleich schon jetzt aussieht. Aber den, ja, ich habe einfach dazu ein bisschen die Töpfe gelöst. Man sieht hier auch die Wurzelbildung ganz in Ordnung. Eigentlich bei allen Sorten. Dann, ja, egal ob Blumenkohl, Weißkohl, ob Knollensellerie. Ich mache meistens einfach einen kleinen Stich mit meiner Schaufel in den Boden und stecke die Pflanzen dann dort zwischen rein und probiere dann noch einen kleinen Gießrand für meinen Kohl zu bilden. Beim Kohl ist es jetzt nicht ganz so wichtig, wie tief oder wie hoch man ihn einsetzt. Natürlich soll man den Kohl nicht einfach komplett verbuddeln, aber ich glaube, das ist relativ klar. Und wir können uns natürlich auch zum Gute machen, falls der Kohl ja ein bisschen längere Hälse gemacht haben, dass wir ihn einfach wieder ein bisschen tiefer setzen und so mehr Stabilität geben und er dann einfach nicht wie so ein Lämmerschwanz hier durch den Boden wackelt. Und ja, es ist einfach gesünder für die Pflanzen. Deswegen setzt den Kohl einfach, wenn er vielleicht ein bisschen vergeilt ist, einfach ein bisschen tiefer. Dann geht es dem auch schon wieder viel besser. Natürlich das Angießen danach nicht vergessen. Das jetzt auch, selbst wenn man so einen No-Dig-Garten führen möchte, wie ich, am Anfang doch relativ wichtig, dass die Wurzeln erstmal eingeschlemmt werden. Also, dass da keine Lufteinschlüsse unten sind und einfach die Wurzeln direkt Kontakt zum neuen Boden hier haben.
und auch aus meiner, ich würde mal sagen, Voranzucht, beziehungsweise steht es auch dort immer relativ hell, relativ kühl. Das sind meine vorgekeimten Kartoffeln und die können jetzt auch in den Boden. Ich nehme hier ungefähr zwischen den Pflanzen einen Abstand von 30 cm und zwischen den Reihen von circa 40 cm. Ja, eigentlich bin ich ja ein Fan davon, relativ eng zu sehen, aber nachdem hier auch noch in Mischkultur wahrscheinlich ein paar von mir vorgezogene Zwiebeln rein sollen, noch ein paar Salate dazu, vielleicht auch noch ein bisschen rote Beete, also wirklich ein schönes Mischkulturbeet wieder auch bei den Kartoffeln. Deswegen sehe ich die eigentlich auf die ganz normale, ja, Ausbreitung aus, die man haben soll, und das ist eben so circa 30 mal 40 cm über die Beete verteilt, und die werden jetzt dann von ganz alleine keimen, wenn die Bodentemperatur über 8 Grad hat. Und ja, falls es jetzt noch mal ein bisschen kälter wird, die Kartoffeln brauchen ja auch ein bisschen, bis die rauskommen, das heißt, absolut kein Problem, das können wir jetzt schon vor den Eisheiligen erledigen. Ja, eine weitere Aussaat, die wir hier im Garten machen können, die eigentlich gar nicht dazu da ist, am Ende gegessen zu werden, zumindest nicht von uns, aber das ist unsere Bienenwiese, die wir letztes Jahr auch auf unserem Erdhügel gemacht haben. Der bleibt ja diesen Sommer noch genauso dort stehen und deswegen wird das dieses Jahr auch wieder eine Bienenwiese werden, beziehungsweise eine Insektenwiese. Sehen wir die einfach aus, streue ich hier einfach wieder auf unseren Hügel drauf und die wird einfach wieder ganz von alleine kommen, muss man sich nicht groß kümmern, sieht super aus und ist wirklich noch richtig hilfreich für unsere Insektenfreunde. Und dann kommen wir auch wirklich zu den Aufgaben, die wir noch zu erledigen haben hier im Garten. Da gehört natürlich einmal dazu, das Unkraut, ja, rauszuzupfen. Wenn wir das jetzt erledigen, sind die Wurzeln noch nicht so groß. Es fällt uns viel leichter. Dadurch, dass ich ja auch eine große Mulchschicht mit dem Kompost auf die Beete aufgebracht habe, sind die Pflanzen eh schon super geschwächt und man kann sie jetzt viel leichter aus dem Boden ziehen und man hat natürlich auch noch eine viel bessere Übersichtlichkeit, abgesehen davon, dass die Beete einfach schöner aussehen, wenn die unkrautfrei sind. Zumindest meiner Meinung nach. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber gut, das kann ja jeder in seinem Garten so halten, wie er es möchte. Bei mir gehört eben das in die Beete, was ich dort ansehen will. Und ringsherum darf natürlich dann alles wachsen, was wachsen möchte. Als anderes, was wir noch vorbereiten können, was einfach ein bisschen Zeit braucht und man jetzt trotzdem schon dran denken kann, denn wenn man jetzt ja schon so ein bisschen durch die Natur läuft, sieht man ja links und rechts schon die Brennnessel stehen und die machen wir uns auch zugunsten. Wir können die Brennnesseln einfach jetzt schon abschneiden, in einen kleinen Eimer reinschmeißen, einfach mit Wasser bedecken und ja, dann die 2-3 Wochen, bis unsere Pflanzen jetzt dann in den Boden kommen, einfach im Garten stehen lassen. Das bildet eine super gute Brennnesseljauche, ist reich an Stickstoff und die Pflanzen werden natürlich auch Energie brauchen, wenn die hier zu uns in den Garten kommen. Und meine Pflanzen sind auch zu Hause schon gewohnt, dass die den ein oder anderen Schluck Dünger abbekommen. Deswegen das dann hier einfach weiter fortzusetzen, ist einfach natürlich für die Pflanzen. Wenn sie gewohnt sind, ordentlich Nährstoffe zu bekommen, dann sollen sie hier auch erstmal in keinen Mangel erstmal geraten, sondern einfach kräftig weiter wachsen. Ja, und nicht nur unsere Pflanzen in 2 bis 3 Wochen brauchen Dünger, sondern auch unsere Pflanzen in der Voranzucht. Zumindest sollten wir das ab und zu kontrollieren, wenn die Blätter schon langsam heller werden und wir die Pflanzen auch nur in Anzuchterde bzw. Kräutererde gepflanzt haben, dann könnte jetzt so langsam für die Tomaten schon Zeit sein, dass ihnen die Nährstoffe in unserer Anzuchterde ausgegangen sind. Das heißt, wir können hier mit einem Biodünger für Gemüse einfach auch schon langsam anfangen, die wieder aufzudüngen, damit die eben in keinen Mangelwuchs kommen. Und ja, einfach aufpassen, dass ihr nicht zu viel düngt. Ich nehme da immer ein Viertel der Angaben, die auf der Verpackung steht. Das ist auf jeden Fall nicht zu scharf für die Pflanzen und ihr tut ihnen damit wirklich was Gutes, denn die werden das wirklich schon langsam brauchen, wenn die einfach nur in Anzuchterde vorgezogen sind. Was wir jetzt aber auf jeden Fall schon mit unserer Voranzucht machen sollten, ist sie für unseren Garten abhärten. Bei mir stehen sie zwar jetzt schon im Gewächshaus, draußen auf dem Balkon, das heißt kühlere Temperaturen, wärmere Temperaturen, höhere Sonneneinstrahlung bekommen die zwar schon ab, aber im Gewächshaus ist es immer noch ein Unterschied, wie die direkte Sonne, die auf die Pflanzen trifft. Und damit wir vermeiden, dass unsere Pflanzen dann am Ende noch einen Sonnenbrand bekommen, wenn sie in der prallen Sonne hier das erste Mal stehen, werde ich die jetzt schon ab und zu mal aus dem Gewächshaus in die Sonne stellen für ein paar Stunden. Das immer länger jetzt
für die nächsten 2 bis 3 Wochen und dann sind die natürlich auch schon ready ausgepflanzt zu werden. Genauso ist es aber auch mit den niedrigen Temperaturen. Das heißt, wenn eure Pflanzen jetzt immer nur drinnen standen, solltet ihr sie zumindest langsam so an die 10 Grad Mindesttemperatur herangewöhnen. Daran, ja, müssen sie sich einfach gewöhnen. Das haben wir noch Mitte Mai. Kann es natürlich noch so um die 8 bis 10 Grad als Tiefstwert haben. Und das sollten unsere Pflanzen einfach schon mal annähernd mitbekommen haben, damit sie dann nicht den großen Schock bekommen, wenn sie jetzt bei 18 Grad in der Wohnung stehen und dann tagsüber 35 Grad in der Sonne und nachts 10 Grad haben. Diese Schwankung ist einfach zu stark und daran wollen wir sie einfach ein bisschen gewöhnen. Ja, das war es jetzt dann auch schon mit meinen Aussaattipps, meinen Auspflanztipps, meinen Tipps für die Anzucht Ende April. Ja, und damit möchte ich mich dann auch heute bei euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen bedanken. Mir würde es sehr viel bedeuten, wenn du nächstes Mal auch wieder einschaltest. Das ist wirklich das Wichtigste für so einen kleinen neuen YouTube-Kanal, dass wir stetige Zuschauerzahlen haben und einfach lange, langsam weiter wachsen können. Das heißt, vielen Dank für all die Kommentare, vielen Dank für all die Likes und vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Ciao, ciao.